Wir sind heute drei hier. Scheiße. direkt eine erste Sekunde versaut. Heute wir drei zusammen, ja, heute diese Interviewkonstellation. Wir beide interviewen heute Jannis Eckhardt, ja, ehemaliger Bandito-Rocker-Boss. Gehen etwas mehr auf seine Persönlichkeit ein. Wer ist Jannis Eckhardt? Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Ja, was hat ihn da als Person ausgemacht? Wie ist er jetzt drauf? Was ist so die Gegenwart, aber auch die Zukunft? Ja? Und gehen natürlich dann auch noch ein bisschen später auf die Erkenntnisse ein, die er aus diesen ganzen Erfahrungen schließen konnte. Das heißt, da können wir natürlich euch diesen Value, diesen Wert auch noch mitgeben. Ja? Vielleicht auch euch eventuell ein bisschen inspirieren. Genau. Und da wir jetzt ja eben auch momentan auch so am Anfang stehen, nicht 10 Kameras haben oder sonstiges, werdet ihr das auch immer eher so in der Zweierkonstellation sehen. Das heißt, ich werde mit Jannis ein bisschen sprechen, ihm ein paar Fragen stellen. David wird dann auch nochmal separat mit ihm sprechen und genau, die beiden reden dann quasi. Und das werdet ihr auch so ein bisschen in Kombination sehen, in Abwechslung. Und ja, ich hoffe, das Interview gefällt euch und ich würde sagen, let's go. Dich kennt man auch aus Spiegeldokus und so weiter, ne? Einige Leute, ja. Früher Rockerboss bei den Bandidos. Ich war der Präsident, ja. Warst der Präsident? Rockerboss hört sich immer so irgendwie so kriminell an, finde ich. Ja. Und du warst eigentlich gar nicht so kriminell, ne? Laut der Aktenlage doch, ja. Also das, was ich gehört habe und das, was so die Aktenlage. Also ich, ganz ehrlich, ich empfand mich selber jetzt nicht wirklich als kriminell. Oder? Mhm. Ich finde jetzt zum Beispiel, ich finde, dass man da differenzieren sollte zwischen jemandem, der Gewaltverbrechen begeht, oder, ja gut, das beinhaltet ja auch das Wort Verbrechen, oder? Der Gewalttaten begeht oder jemand, der die ganze Zeit klauen geht. Weil mit dieser Geschichte, habe ich ja auch schon oft erzählt, hatte ich ja nichts zu tun mit den Einbrüchen und so. Mhm. Also nicht zu der Bandido-Zeit. Okay, das heißt, bei dir waren das wirklich eigentlich nur Gewalttaten sozusagen, ne? Also eigentlich ja. Wie kam das dazu, dass du damals so schnell reizbar warst oder dass du in dieser Szene überhaupt so drin warst? Wie bist du da reingekommen? Der Beweggrund für mich, in die Rocker-Szene zu gehen, war glasklar Familie. Okay. Ich komme zwar aus einer größeren Familie, mit den Leuten habe ich nicht allzu viel zu tun, das habe ich ja in meinem Buch beschrieben. Mhm. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr alleine zu sein und dann habe ich mich irgendwann, nachdem ich mehrfach gefragt wurde, beziehungsweise eingeladen wurde ins Clubhaus, das war ja damals noch Gelbe Ghost Riders, bin ich dann dort irgendwann mal hingegangen. Das hat mir gut gefallen und dann habe ich mich dann irgendwann angeschlossen, nach 3-4 Aufenthalte dort, beziehungsweise Besuchen dort. Und wann hat es erst so wirklich angefangen, auch mit diesen kriminellen Sachen? Oder warst du davor schon kriminell sozusagen und hast dann was gesucht, was ja auch wirklich Halt gibt? Kriminell war ich eigentlich schon von klein auf. Okay. Dafür habe ich aber keinen Motorradclub gebraucht und es hat auch nichts mit der Rockerszene zu tun. Ne? Mhm. Also mich ärgert es eigentlich, wenn die Rockerszene stets und ständig, wenn das so pauschalisiert wird, dass das alles Kriminelle sind. Das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Ja, absolut. Eben, weil auch wenn ich jetzt darüber höre oder wenn man das so in den Medien sieht oder sowas, man hat direkt dieses Bild vor Augen, okay, Rockerclub, Rockerbande oder sowas. Eine große Beteiligung von starken Männern sozusagen, die irgendwie jeden einfach nur grundlos auf die Fresse hauen oder sowas. Ja, das entspricht aber definitiv nicht der Wahrheit. Das hast du so nicht empfunden? Nein, überhaupt nicht. Und so ist es auch nicht. Okay. Natürlich gibt es dort Leute, die kriminell sind. Siehe Beispiel ich selber. Aber diese kriminellen Leute, die gibt es ja überall. Ja, die gibt es ja in jedem anderen Verein. Ne? Die gibt es ja auch bei der Polizei. Das ist richtig. Ja. Dann da mal eine Frage. Wie haben dich deine nahesten Menschen damals in deinem engsten Umkreis, wie hätten die dich damals beschrieben? Was denkst du? Das würde mich ja sehr interessieren. Der Klaas Meyer Heuer von Spiegel TV, der hat es ja schon oft erzählt, oder? Mit einer ziemlich kurzen Zündschnur, ja. Mhm. Aber eigentlich empfinde ich mich selber so nicht. Nach wie vor bin ich immer noch der Meinung, ein Mann hält entweder sein Wort oder seine Fresse. Und wenn mir jemand sein Wort gibt und der das nicht hält und das immer wieder nicht hält, ich habe den Leuten immer wieder Möglichkeiten bzw. Chancen eingeräumt gehabt. Mhm. Also das dann doch in die Tat umzusetzen, was sie versprochen hattet. Mhm. Und irgendwann hat es mir halt irgendwann gereicht. Ja. Mhm. Aber das hast du dann doch so hart umgesetzt, dass du auf jeden Fall irgendwann einen Namen hattest und ja auch Leute schon gefürchtet waren von dir. Das weiß ich nicht, ob die mich gefürchtet haben. Ich habe einfach nur das umgesetzt, was ich den Leuten schon erklärt hatte, bevor sie sich mir angeschlossen haben. Mhm.
Also ich habe den Leuten, das war ich einzigartig, der einzigste Präsident auf der ganzen Welt, der den Leuten, die sich mir anschließen, beziehungsweise uns anschließen wolltet, die denen vorher schon die Satzung vorlesen hat, haben lassen. Verstehst du? Also das ist ja nicht üblich, dass jemand eine Satzung erklärt kriegt, beziehungsweise die Rules erklärt kriegt, bevor er sich der Gruppe überhaupt schon angeschlossen hat. Ja. Und dann müssen die Leute, und dann habe ich den Leuten die Frage gestellt, wollt ihr so leben, könnt ihr so leben? Und da habe die ja die Möglichkeit gehabt, oder beziehungsweise die Entscheidung getroffen, ja oder aber auch nein. Mhm. Und dann braucht natürlich nachher keiner kommen zum Weinen, oder? Weißt du, die Leute, was mich immer ein bisschen ärgert ist, dass die Leute im Nachgang gesagt haben, dass ich total bescheuert oder beziehungsweise geisteskrank im Kopf gewesen wäre. Ja. Ich habe Leute zum Teil geschlagen, ja, von meinem Chapter, was gegen die Rules gesprochen hat. Ja, das stimmt. Ja. Aber warum ich das gemacht habe, das hat keiner mehr gefragt. Und das ärgert mich eigentlich, oder? Wenn jemand gegen, zum Beispiel diese Geschichte mit dem Drogentyp da, bei mir waren Drogen verboten, man konnte kiffen, ja, das war für mich alles okay, das habe ich selber auch gemacht bis zu meinem 40. Lebensjahr, das war mir scheißegal, aber Kokain und alles andere war einfach verboten. Und wenn dann aber jemanden dabei hast und der zieht dann einfach Kokain und das mehr und er wird verwarnt, ich habe ihn gleich in die Fresse gehauen, ich habe ihn zweimal verwarnt, beim dritten Mal habe ich ihn aufs Maul gehauen, ja. Da will ich auch noch auf einen Punkt eingehen, der ist noch mal ein bisschen härter. Das hast du aber auch in deinem Buch hier beschrieben, auch hier nochmal. Janis hat auch ein schönes Buch geschrieben, wirklich sehr, sehr spannend. Und da war auch eine Geschichte dabei, die mich aber schon auch ein bisschen geschockt hat. Das hattest du, glaube ich, auch in meinem Interview auch schon mal besprochen. Trotzdem will ich darauf auch nochmal kurz eingehen. Und zwar mit dem einen Mitglied, das sich auch, bevor es dich quasi getroffen hat, sich das Leben genommen hat. Das heißt, da war ja die Angst größer, dich zu treffen, als sein eigenes Leben quasi zu beenden. Vielleicht hatte er nur ein Schlecht. Ja, okay, vielleicht hatte er das. Ja, es geht so durch die Medien. Die Wahrheit ist, der hat die Frau eines Clubbruders gebumst. Das geht gegen die Rules. Das steht glasklar in der Satzung drin. Die Frau meines Bruders ist unantastbar. Der hat es über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht. Mir wurde das zugetragen. Ich wollte mit dem ein persönliches Gespräch führen. Und zu diesem Gespräch kam es nicht. Und dann hat er sich das Leben genommen. So einfach geht es. Krass. Was hat das mit dir gemacht? Hat das mit dir irgendwas gemacht? Hat es dich überhaupt gar nicht interessiert? Oder also zum damaligen Zeitpunkt? Zum damaligen Zeitpunkt, möchte ich betont haben, war es für mich der einzigste Weg, wie er aus der Nummer rauskam. Also ich habe für mich gesagt, ja, dann hat er, das ist für mich eine Entschuldigung, oder? Krass. Aber mir hätte ihn auf jeden Fall, also ich hätte ihn mit Sicherheit nicht umgelegt. Ja. Ich hätte ihm den Schädel eingeschlagen, ja, dass er ein paar Wochen im Krankenhaus gewesen wäre, aber ich hätte ihn mit Sicherheit nicht umgelegt. Ja. Obwohl ich schaue, wie ich heute drüber denke, dass er das hätte nicht machen brauchen. Aber ich glaube gar nicht unbedingt, dass es nur daran lag. Ich glaube, der Mann war so voller Probleme, ohne jetzt negativ über den sprechen zu wollen, dass er das alles zusammengepasst hat, dass er den Weg für sich gewählt hat. Ja. Ich persönlich finde es als feige, aber ich muss dazu sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch tatsächlich, das weiß auch jeder, der mich kennt. Ich bete mehrmals am Tag. Okay. Selbstmord ist für mich eine Sünde vor Gott, das ist es einfach. Mhm. Und deswegen wäre das für mich nie eine Option, egal wie scheiße es mir geht. Und glaub mir eins, ich habe auch schon scheiße gefressen. Das weiß ich durch dein Buch hier auch, das glaube ich dir, aber das auch so wie du als Person auch wirkst. Aber irgendwie, ich habe bei dir so zwei Gefühle, eben einmal so dieses: Du bist sehr, sehr hart und du hast auch eine krasse Vergangenheit und du hast richtig Scheiße erlebt und so weiter. Aber trotzdem spüre ich irgendwie bei dir auch so einen weichen Kern. Du hast Humor, du bist lustig drauf. Ich fühle mich jetzt gerade nicht bedroht von dir, sondern Jetzt gerade nicht. Wieso hast du dich da draußen bedroht gefühlt oder was? Alter, wie gehst du unterwegs? Das ist ja Wahnsinn. Du weißt, was ich meine. Das ist so, also man fühlt sich irgendwie, man fühlt sich wohl so. Es ist einfach cool. Ich fühle mich aber nicht so wohl hier am Tisch. Das war ein Scherz. Nee, aber das heißt, du hast da wirklich so deine zwei Seiten eigentlich, ne? Siehst du, und das freut mich jetzt tatsächlich, oder? Weil du dir jetzt tatsächlich die Mühe gemacht hast, erstmal das Buch komplett gelesen zu haben, bevor wir uns hier getroffen haben. Ja. Und des Weiteren, dass du versuchst, hinter die Kulisse zu schauen, weil das ist tatsächlich so. Das sagt eigentlich jeder, der mich persönlich kennt, sagt, es gibt eigentlich wenig witzigere Typen wie dich. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Stimmt das, Marco? Ja, Mann. Ja, Mann. Und das sagt er, ohne Angst zu haben. Absolut. Absolut. Also kann ich wirklich auch so bestätigen, ist wirklich nice. Also das ist ein sehr, sehr speziellen Humor und da muss man mit klarkommen. Ich glaube, das kommen nicht alle, aber wenn man das fühlt und wenn man selber so drauf ist und so weiter, ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch die Gegend ist oder so, wie man aufgewachsen ist oder sowas, ob das hier die Leute sind, aber das ist
Ja. Also ich finde es nicht, dass hier jeder voll ist mit Humor, aber ich bin halt so ein Typ. Oder? Und guck mal, zum Beispiel, die Geschichte sind ja alle der Wahrheit entsprechen, was ich da geschrieben habe. Ja. Das habe auch alles ich selber geschrieben. Es ist genau so passiert. Aber natürlich habe ich meine Art von Humor damit eingebaut. So bin ich halt und fertig. Absolut. Ja. Eben, also auch in dem Buch hier hast du sehr, sehr unzensiert geschrieben. Ne? Ja. Also eben auch eben mit Furze und Arsch und hier der Wichser, den habe ich den Schädel eingeschlagen und keine Ahnung was. Ne? Ja, klar. Also wirklich so, wie du bist. Ja, also, ja, genau. Das hatte ich dir, glaube ich, sogar nach den ersten zwei Seiten oder so, hatte ich dir das geschrieben. Das stimmt, so, ja. Das hatte ich dir wirklich geschrieben, das hat mich, weil ich musste so schmunzeln und lachen die ganze Zeit und fand das so wirklich Entertainment pur, weil die meisten Bücher sind einfach so stumpf runtergeschrieben oder auch solche Biografien oder sowas. Sehr, sehr sachlich, sehr, sehr. 1981 war das und das, ne? Aber du hast wirklich so geschrieben, wie du es einfach gefühlt hast. Also genau, dazu möchte ich noch was sagen. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich die Möglichkeit, ich weiß nicht, wieso das so ist, oder? Aber ich kann tatsächlich mich zurück in die Zeit versetzen. Also ich habe das dann durchlebt alles nochmal, oder? Mhm. Und warum soll ich denn jetzt anders schreiben, bloß weil irgendjemand anderes von mir sowas erwartet? Ich habe natürlich auch recherchiert, noch und nöcher, wie schreibe ich ein Buch, wie viele Seiten braucht ein Buch? Dann hat irgendjemand zu mir gesagt, ey, schreib einfach los und fertig. Schreibe einfach so, wie du bist und fertig. Und das habe ich dann gemacht. Also du hast einfach geschrieben und hast es dann auch selber alles formatiert und so weiter? Das habe ich alles selber formatiert, weil ich hab ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Das wird dir auch jeder bestätigen, der mich persönlich kennt. Mhm. Mir fällt jetzt zum Beispiel eine Geschichte ein, zum Beispiel von 1986. Mhm. Dann schreibe ich die auf oder hatte ich die aufgeschrieben und dann fällt mir eine Geschichte ein, wo vorher schon stattgefunden hat. Dann habe ich das natürlich schon mit Daten, das habe ich ja im Buch auch so mit den Daten gemacht. Mhm. Dann habe ich das schon alles, und dann habe ich das alles zusammengesetzt, so, ja, zum Schluss. Ja. Dann habe ich es einer übergeben. Zum Korrekturlesen, trotz alledem sind Fehler drin, das war eine ältere Dame, das ist aber okay, weil mir hat mal irgendwann einer erzählt, scheiß auf die Rechtschreibfehler, das geht, kommt auf den Inhalt drauf an. Ne? Das stimmt, da stimmt. Ich mir doch scheiße. Das ist wirklich egal. Und unzählig viele Leute haben auch zu mir gesagt, Janis, du kannst nicht so oft Furze da reinschreiben, ich hatte das zu dem Zeitpunkt damals so empfunden, das war für mich so, wie gesagt, damals, und dann genauso schreibe ich es, und dann habe ich gesagt, ich verändere mich doch nicht. Ne? Ich werde mich niemals von mir selbst entfernen, um mich jemand anderem zu nähern. Hammer. Wozu soll ich das machen? Hammer. Das wäre ja nicht mehr authentisch. Ja, aber genau das merkt man ja. Aber viele werden dann sehr, sehr unauthentisch. Ja, ich meine jetzt auch, mit was für Leuten du zu tun hast, ne? Auch Interviews gehabt jetzt bei Spiegel und so weiter, sind dann schon auch Größen. Und ich meine, dich haben ja auch viele Leute gesehen. Ich weiß nicht, wirst du jetzt momentan auch öfter auf der Straße so mal erkannt? Ja, ganz ehrlich, ja. Ja? Ja, ganz ehrlich, ja. Wie ist das Gefühl? Für mich ist, das kommt darauf an, wenn ich jetzt in der Diskothek bin und ich werde die ganze Zeit angesprochen, also es kam tatsächlich auch schon vor, gerade über Fasching war es zum Beispiel so, da hat es mich dann so genervt, oder, dass ich zum Teil gesagt habe, nee, das bin ich nicht, ich habe mich nur so geschminkt wie der Typ, oder, aus dem YouTube-Video, also ich habe mich einfach verkleidet wie der, aber dann anhand meiner Stimme habe ich erkannt, nein, das bist doch du. Klar, ja. Aber so freut es mich eigentlich, dass, und ob das glaubst du oder nicht, gerade Typen in eurem Alter jetzt hier, oder? Die kommen auf mich zu, die beobachten mich. Das ist mir jetzt gerade letzte Woche in Konstanz passiert, oder vor zwei Wochen in Konstanz passiert, im G-Star-Lade. Da hat mich einer, den habe ich angefratscht wegen der Hose. Dann hat er mich aber die ganze Zeit angeguckt. Ich habe gewusst, dass der mich aus dem YouTube-Video kennt. Dann sagt er, darf ich ein Foto mit dir machen? So, das freut mich natürlich. Das hat mich dann schon gefreut, ja klar, logisch. Ja, das ist cool, ne? Weil es ja dann auch irgendwo eine gewisse Art von Anerkennung so ein bisschen. Ja, ne? Klar. Und wenn Leute eben so auf dich zukommen, auch noch ein Foto wollen, dann ist es ja eher was Positives. Schade ist nur, dass es hauptsächlich Männer sind und keine Frau, oder? Ja, die muss noch auf anderen Wege kriegen, ne? Da ist meine Frage jetzt gerade auch noch. Ich meine, deine Vergangenheit, wie gesagt, hatten wir gerade, du warst da einfach ein bisschen aggressiver, ein bisschen gereizt und so weiter. Es ist dann ja auch so weit geführt, dass du irgendwann im Gefängnis gelandet bist. Das würde mich jetzt gerade auch einfach persönlich interessieren. Wie war das erste Mal Gefängnis? Wie war das, als du die erste Nacht wirklich hinter Gittern quasi verbracht hast? Und das erste Mal im Gefängnis war ich ja mit 14. Ja. Natürlich war es nicht schön. Aber das habe ich ja auch schon hunderte Male gesagt. Ich wollte ja selber ins Gefängnis. Ich bin jetzt das erste Mal mit 14 ins Gefängnis gekommen, also beziehungsweise in Jugendarrest, weil ich die Arbeit schon nicht gemacht habe. Total schwachsinnig, oder? Aber ich bin ja vom Kinderheim aus dorthin gekommen. Und im Kinderheim, das ist damals auf jeden Fall so gewesen, ich weiß nicht, wie es heute so ist, aber damals war es so, umso härter du bist, und das gehörte damals nun mal mit dazu, wenn einer im Gefängnis war, dann galtest du dort als härterer Typ, dann hast du einen ganz anderen Stellenwert in der Hierarchie der Kinderheime, verstehst du? Ja. Also habe ich einfach auf die Arbeitsstunde geschissen und dann so lange, bis ich halt einfach mal eine Woche lang in Jugendarrest musste. Ja, das hattest du eben auch so ein Buch geschrieben, da dachte ich mir auch, okay, mach doch einfach kurz diese Arbeit so, ne? Aber das ist ja extra, dass du es extra gemacht hast. Ja, klar, logisch. Einfach um da auch irgendwie ins Gefängnis zu wollen. Ich wollte dahin, ja. Genau, du wolltest dann auch so dieses...
dass du das sagen kannst. Ne? Genau, ich wollte einfach, dass ich das sagen kann. Total Schwachsinn, ich weiß, aber mit 14 war ich halt noch ganz anders. Oder? Würdest du heutzutage so nicht mehr machen, oder? Nee, bist du wahnsinnig, oder? Okay. Ich hätte die Zeit gar nicht mehr, oder? Okay. Aber ich bin keine 14 mehr. Ich weiß, es sieht bei mir jetzt nicht unbedingt an. Wollte ich gerade sagen. Das ist schwierig zu unterscheiden. Aber ja, kann sein, dass du da auch ein bisschen älter geworden bist. Was ja auch ein sehr, sehr großer Teil war, deine Hunde, ne? Chato auch unter meine Kinder, anderem. Ja. Deine Kinder, wie du es eben selber bezeichnest, wo du eine sehr, sehr krasse Bindung zu denen hattest. Was macht deiner Meinung nach so wirklich die großen Unterschiede aus zwischen einem Tier oder ne, deinem Hund, deinem Kind und so einem normalen Menschen? Es geht nicht nur um mein Kind, oder? Es geht um alle Hunde. Oder? Ich bin davon überzeugt, das ist einfach so, dass wenn ein Tier auf dich zukommt, so ist mein Empfinden zumindest, oder? Dann ist das ehrlich. Egal welches Gefühl das auch immer dir entgegenbringt, das ist einfach ehrlich. Oder? Und bei Menschen weißt du das halt nie. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Mit Sicherheit gibt es natürlich Menschen, die das auch ehrlich meinen, egal was auch immer sie zu dir sagen. Aber bei Tieren weiß ich es einfach, die handeln instinktiv. Oder? Ja, ein Mensch handelt für mich persönlich immer wegen so berechnend. Weißt? Der hat im Hinterkopf, was könnte ich da dafür bekommen, wenn ich jetzt das und das mache. Oder? Ja. Der lacht dir ins Gesicht und im Endeffekt macht er dann irgendeine Scheiße im Hintergrund sozusagen. Ne? Und so sind Tiere nicht. Wie viele hattest du insgesamt? 4. Einen davon habe ich aber nie kennengelernt, habe den aber trotzdem tätowiert. Der ist geboren am 11. Juni 2011, da saß ich ja schon lange im Knast. Mhm. Das war ein Mops. Ach süß. Ja, ich habe ihn aber, wie gesagt, nie persönlich kennengelernt. Okay. Und der ist aber auch gestorben 2016, der war krank. Okay. Da bin ich auch noch gesessen. Krass. Und es hat mich natürlich unsagbar traurig gemacht. Genau, aber das hast du auch beschrieben, das ist ja, klar, das eines deiner emotionalsten Themen. Ne? Genau. Also da weinst du, da kommen solche Emotionen bei dir raus. Tiere und Kinder sind mein Schwachpunkt, ja, ganz klar, ja. Krass. Also wenn ich sehe, wie jemand Tiere oder Kinder quält, das kann ich ja hier gar nicht sagen, oder so öffentlich, oder was ich dann mit den Leuten am liebsten machen würde. Wenn ich nicht schon resozialisiert wäre, würde ich das jetzt aussprechen. Ja, das ist resozialisiert, deswegen. Fast, ja. Genau, vielleicht auch. Aber ich möchte, das muss ich loswerden. Ich kann die Fresse einfach nicht halten, das geht nicht, oder? Ja. Nee, für mich gehört für solche Leute die Todesstrafe eingeführt. Ja? Ja, ganz ehrlich. Meine ich tot ernst. Ich habe schon gelesen, dass es Leute gibt, oder die gern für mich die Todesstrafe hätten, also beziehungsweise für so Leute wie mich. Ja, da ging es direkt um mich, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Weißt du, die Leute, die ich plattgeschlagen habe oder mit denen ich Auseinandersetzungen gehabt habe, die haben sich ja für den gleichen Weg entschieden, den ich selber gewählt habe in frühester Jugend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Leute wie dich jetzt zum Beispiel einfach platt gemacht habe oder sowas. Mhm. Leute, die mir nie was Böses gemacht haben. Okay. Sowas habe ich nicht gemacht. Oder? Also es war schon irgendwo immer irgendeine persönliche Bindung oder es war irgendwas vorher, irgendein Problem? Ja, vor allen Dingen, es waren Leute, die auch geglaubt haben, so wie ich, sie wäre die Stärkste, was mir ja natürlich nicht wahret. Und dann gab es halt so gegenseitig auf die Schnauze, ganz klar. Also es waren immer, wie gesagt, Leute, die sich im gleichen Milieu rumgetrieben haben, wie ich selber auch. Oder? Und dann kriegst du mal auf die Fresse und dann haust du mal auf die Fresse, oder? Ja. So läuft es ab. Die Kamera ist so heiß. Zu heiß? Ja. Liegt das an mir oder liegt das an der Temperatur? Ich bin eigentlich ein heißer Typ. Jetzt hatten wir gerade das Thema mit deinen Hunden eben, ne? mit deinen Kindern. Da vielleicht gerade nochmal, hast du heutzutage einen Hund? Hast du jetzt gerade einen? Nein. Wieso? Ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Mhm. Ich hätte unsagbar gerne einen oder mehrere. Mhm. Ich will ja diesen Gnadenhof machen, das weißt du ja. Aber das möchte ich jetzt auch ein für alle Mal klarstellen. Dieser Gnadenhof kann erst dann entstehen, wenn ich die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit vom Finanzamt habe. Diese Dame vom Finanzamt macht da noch ein bisschen Schwierigkeit oder ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht passt ihr meine Lebensgeschichte nicht. Keine Ahnung, davon gehe ich jetzt mittlerweile langsam aus. Mittlerweile mache ich schon seit eineinhalb Jahren, weil die Leute immer fragen, was ist mit dem Gnadenhof? Können wir da hinkommen zum Helfen oder Geld spenden? Nein, das ist alles nicht möglich, weil wie gesagt, der Gnadenhof ja noch gar nicht besteht. Ja. Spendengelder nehme ich keine an. Ja. Noch nicht, weil, und das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich keinen Bock darauf habe, dass ein Großteil dieser Spendengelder dann ans Finanzamt abgeführt werden müsste. Das will ich ja nicht. Ich will, dass es den Kindern, also den Tieren zugutekommt. Ja. Und das wäre ja ein totaler Schwachsinn. Oder? Verstehst du? Und deswegen, und der Weg ist wie folgt.
Ich warte, bis ich diese Bescheinigung der Gemeinnützigkeit bekomme. Mhm. Dann gehe ich auf die Bank. Bei mir wird es eine Sparkasse werden. Auch das habe ich schon mehrfach erklärt. Mhm. Und dann werde ich einen Aufruf starten auf meinem YouTube-Kanal, über Instagram, über alle möglichen Kanäle, was ich sonst noch zur Verfügung habe oder andere Leute. Ja. Und dann bitte ich natürlich darum, dass die Leute zahlreich spenden. Und dann ist es natürlich möglich, dass die Leute mir helfen. Also das finde ich, also da möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen bedanken dafür. Da kommen Dachdecker, Maler, Maurer, alles mögliche, ohne Spaß, was mich da anschreibt. Das ist so schön, das freut mich so sehr. Und dann ärgert es mich so sehr, dass ich das immer noch nicht habe, diese Bescheinigung. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt noch, das wäre unverantwortlich. Ich wohne in einer Dachwohnung, da ist eine Affe Hitze da oben drin im Sommer gerade. Das ist eine Katastrophe und das wäre nicht möglich, oder? Weil ich will ja irgendwann auf diese, also ich will ja dann sofort auf diesen Gnadenhof ziehen, weil ich lasse die Kinder, die Tiere nicht alleine dort auf dem Gnadenhof. Das geht ja nicht. Klar. Da muss ja jemand da sein, wo das alles überwacht, oder? Okay, aber schön, dass du da halt auch noch so wirklich dann auf das Tierwohl sozusagen eben achtest und dir jetzt eben nicht jetzt gerade nochmal einen Hund holst, sondern wenn dein Ziel wirklich. Genau, es würde nicht, würde zu nichts, wäre nicht sinnstiftend, oder? Auf gar keinen Fall. Wir werden aber auch dazu nochmal nachher wirklich drauf kommen. Ich will jetzt gerade noch mal so ein bisschen vielleicht mal aufs Thema Respekt und Autorität eingehen. Welche Rolle haben damals Respekt und Autorität bei dir gespielt? Ob es dir wichtiger war, respektiert zu werden, als gemocht zu werden? Also ob es ja, damals war, ja, ganz eine ehrlich, Linie ja. zu führen, als geliebt zu werden sozusagen. Genau, ja. Weil ich glaube, wenn, also zum damaligen, wir sprechen immer über den damaligen Zeitpunkt. Ja? Ja. Ich glaube, wenn die Leute dich nur mögen, ich wollte natürlich auch gemocht werden, aber wenn sie dich nur mögen, dann nehmen sie dich nicht mehr so ganz voll, denke ich, oder? Dann denken sie, ja komm, da wird der Leute rummotzen oder sowas, wenn man das und das oder das machen, egal was jetzt auch immer, oder? Ja. Und dann ist natürlich, wenn man der Präsident eines Chapters ist, im Motorradclub oder egal wo auch immer, dann möchtest du natürlich respektiert werden, oder? Klar. Also wenn du, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, wenn du Regeln aufstellst, nach denen du leben möchtest, dann ist es nicht, ist es unwichtig, oder ob die Leute dich jetzt alle total mögen, weil dann hält keiner diese Regeln ein, verstehst du? Dann ist es schon wichtiger, respektiert zu werden. Ich respektiere die Leute ja auch, oder? Absolut. Nee, eben, weil du es jetzt auch hier geschrieben hast, ne? Von den meisten gehasst. Ja, ich weiß, von denen wenigsten. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt in meinem bisherigen Leben so gemacht habe. Hattest du in der Kindheit, in der Jugend, hattest du da irgendwelche Ziele und Träume? Irgendwas anderes quasi, was dann quasi draus geworden ist? Hattest du irgendwas, keine Ahnung, wolltest du schon immer mal Arzt werden? Wolltest du, weiß ich nicht, was werden. Hattest du irgendwas, wo du darauf hinarbeiten wolltest oder war das eher eine sehr, sehr orientierungslose? Hatte ich tatsächlich, oder? Als ganz kleines Kind habe ich immer mit Playmobil, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Playmobil, dieses Spielzeug. Ja, ja klar. Ja. Mit dem habe ich immer gespielt. Ich habe immer für mich ganz alleine gespielt und ich hatte einen Bauernhof. Ich wollte tatsächlich immer so, ich wollte schon immer wirklich, also als kleines Kind wollte ich immer einen Bauernhof haben. Echt? Also Tiere, ja, ich schwör's dir. Tiere habe ich schon immer geliebt. Und eigentlich ist es ja das, was ich jetzt wieder anstrebe, oder? Mhm, krass. Also hat sich dann doch irgendwo dein ganzes Leben so durchgezogen. Vielleicht auch unterbewusst, ne? Aber ich meine, du bist jetzt an dem Punkt, wo du jetzt wieder darauf hinarbeitest sozusagen. Und vielleicht erfüllt sich es ja nochmal. Genau, irgendwann, ne? Ja, das erfüllt sich auf jeden Fall, weil Aufgabe ist für mich keine Option. Ja. Und Tiere habe ich wirklich schon mein ganzes Leben lang geliebt. Inwiefern haben dich die Erfahrungen vom Gefängnis wirklich geprägt? Also nach der Zeit, du warst im Gefängnis, bist wieder rausgekommen. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Hattest du da irgendwelche Lehren quasi draus gezogen, irgendwelche Konsequenzen? Oder hast du dir direkt gedacht, scheiß drauf, das war komplett entspannt. Ich mache jetzt gerade genauso weiter, wie es davor war. Nee, auf gar keinen Fall. Aber das bringt natürlich auch das Alter mit sich. Ich bin ja jetzt auch schon 30 Jahre alt, verstehst du? Gesundheit. Ja, und dann ich will ja nicht im Gefängnis sterben irgendwann, verstehst du? Und mir war schon klar, dass wenn ich rauskomme, dass ich irgendwas anderes machen muss, weil sonst wäre ich, würde ich ja durchgehen im Gefängnis hocken, weil im Gefängnis ist natürlich, also das hört sich immer so salopp an, wenn ich das so erzähle, aber natürlich ist es keine geile Zeit. Also ich verlorene Zeit. Ich war insgesamt 10 Jahre mit Erziehungsheim oder knapp 10 Jahre eingesperrt. Das sind 10 Jahre verlorene Zeit. Das ist ja totaler Schwachsinn. Da kannst du ganz andere Sachen machen, oder? Das ist krass. Ja, das stimmt. Hast du irgendein Vorbild jetzt momentan oder hattest du ein Vorbild damals? Irgendwie eine bestimmte Person, zu der du aufgeschaut hast oder wo du dich irgendwie dran orientiert hast oder gesagt hast, ich möchte so werden wie diese Person? So werden jetzt nicht unbedingt, aber ich finde zum Beispiel jetzt, das darf ich ja namentlich sagen, Sylvester Stallone, diese Geschichte, diese Lebensgeschichte finde ich geil. Ich finde zum Beispiel diesen Löwenmensch da aus Afrika geil, aber nicht den Schweizer, sondern den anderen, den Kevin Richardson. Ja, ja. Den ja, finde ich ja, total was. Ja.
Was der macht, finde ich total geil. Das sind schon so Sachen, wo ich denke, ey, das würde ich auch gerne machen. Ja. Das geht ja eigentlich so in die Richtung, wo du ja eigentlich auch so ein bisschen hin, ne? Jetzt klar nicht in dieser Größe und jetzt auch nicht mit Tieren oder Raubkatzen und sowas. Ne? Da wäre ich jetzt nicht unbedingt der Pech drauf. Ich würde dann jetzt auch niemals was Böses tun, aber ich wäre jetzt nicht unbedingt der Pech drauf, mit so einem zu schmusen. Also, ja, das da hätte ich wahrscheinlich die Hose ständig verschissen. Oder? Das stimmt. Könnte ich mir das so vorstellen. Ich weiß es nicht. Oder? Ja, keine Ahnung. Nee, hätte ich eigentlich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich hätte schon Bock drauf, Ja, klar, aber eben mit dem Schmusen oder sowas wird, glaube ich, schwierig. Aber vielleicht mal Elefanten oder sowas. Ach, das liebe ich, ich schwör's dir. Ja? Ich habe ein riesen Bild bei mir in der Küche mit Elefanten, weil mich das fasziniert, wie sozial die eigentlich drauf sind, wie familiär und der Zusammenhalt und wie die auch trauern, weißt du? Ja, ja. Und vor allen Dingen, was die für ein Gedächtnis haben. Ich habe ein Elefant vergisst überhaupt gar nichts. Ein Gedächtnis, ja. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte ein Gedächtnis wie ein Elefant, weil ich halt eben auch nichts vergesse. Und das finde ich einfach geil, oder? Wie die Wege findet zum Wasser und alles Mögliche das und das denn ihre Kinder beibringen oder ihre Kinder, für mich sind es Kinder, ja. Denn das alles, das finde ich total geil. Was ich mal gern machen würde, ganz ehrlich, das sage ich auch immer wieder, ich würde gerne mal irgendwo hingehen. Ich glaube, das ist in Ruanda, wo die Gorillas leben, gell? Mhm. Uganda, Ruanda, ja, dort. Ja, ja, ja. Da würde ich gerne mal hin. Zum Beispiel, doch, weißt du, was mich begeistert? Diane Fossey zum Beispiel oder Jane Goodall. Kennst du diese zwei Frauen? Die Diane Fossey wurde sogar umgebracht in Afrika, weil die war, das ist so eine Gorilla, also die hat Gorillas beschützt. Da gibt es sogar einen ganz traurigen Film, Gorillas im Nebel. Okay. Nee, ich kenne nur einen Mann, der eben auch solche Gorillas aufgezogen hat, die dann wieder freigesetzt hat und irgendwie auch nach 10 Jahren besucht er die oder sowas. Und die erkennen den dann sogar wieder und nehmen den dann in den Arm und nehmen den dann quasi auch wieder in die Familie. Sprichst du über Gorillas oder über Schimpanse? Über Gorillas. Ah, okay, alles klar. Das wäre für mich ein total schönes Erlebnis, kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich mir, dass ich dort irgendwo im Dschungel sitze, oder? Und dann kommt so eine Gorilla-Mama mit einem Mann und habe ein Baby und das Baby würde zu mir, und die Eltern würden zulassen, dass das Baby zu mir kommt zum Schmusen. Ja. Also das wäre für mich, das wäre für mich das Nonplusultra, so ein Gefühl. Das stimmt. Da vielleicht auch mal ganz kurz dazu, Thema Familie. Und zwar jetzt nicht nur mit Freunden, mit Kollegen oder eben in einer größeren Gemeinschaft, sondern auch wirklich aufs Thema Frauen. Wie hattest du das damals gesehen? Damals war es nämlich ein Stück Ware, ein Stück Fleisch, oder, wo Geld bringt. Natürlich grauenhaft, das ist auch das Einzige, was mir unsagbar leid tut heute. Mhm. Aber damals war es halt so und fertig. Oder? Also wie du es eben auch in einem Buch geschrieben hast, also hatte ich das Gefühl, du hattest wirklich manchmal sehr, sehr tolle Frauen an deiner Seite. Ja, ja, klar. Und dann, also hast du auch selber geschrieben, hast du die dann einfach gnadenlos sozusagen ausgenutzt. Stimmt, ja. Wie denkst du da heute drüber? Dass es eine Katastrophe ist, dass mir sowas nie mehr passieren würde. Tut dir das jetzt im Nachhinein wirklich leid? Das tut mir wirklich leid, ganz ehrlich. Nur das mit den Frauen tut mir leid, ja. Hast du dich dann nochmal bei irgendwelchen Frauen gemeldet? Ob du das jetzt glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich mit einigen dieser Damen, die dort im Buch beschrieben sind, habe ich sogar heute noch Kontakt. Zum Beispiel auch mit meiner Ex-Ehefrau, ja. Krass, okay. Also das ist kein Spaß. Ich habe noch wirklich mit einigen Ehepartnerinnen Kontakt heute. Und das ist jetzt auch wieder positiv, in einer positiven Art und Weise. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich so katastrophal gar nicht gewesen sein kann. Krass. Gut, mit einigen habe ich gar keinen Kontakt mehr, oder? Ja. Aber zum Teil auch von meiner Seite aus. Ja. Ja, nee, nur weil du das eben damals so in dem Buch geschrieben hattest, ne, dachte ich mir halt auch, okay, also eigentlich schade eben, ne, aber es war halt damals dein damaliges Du sozusagen, aber hat sich dann jetzt quasi auch heute geändert, oder? Ja, klar. Wie ist heute deine Sicht darauf? Thema Kinder, ist das auch ein Thema für dich? Hätte ich unsagbar gerne, ja. Bloß die Dame müsste sich jetzt mal langsam wegen Sport, oder? So jung bin ich auch nicht mehr. Also, da draußen, wenn ihr gerade irgendeine hübsche Dame zuschaut, ihr seht ja gerade auch nochmal, wie er an der Kippe zieht. Sehr, sehr attraktiver junger Mann. Hast du gut gemacht, oder? Die 50 Euro kriegst du auf jeden Fall noch, ja. Danke. Ja, das war abgesprochen, oder? Das war abgesprochen, ja, absolut. Mitte, Ende 20, ne? Und absolut im Saft. Das rutscht bloß nicht aus auf deiner Schleimspur hier, du. Mitte, Ende 20, du weißt, dass ich über 30 bin, oder? Nee. Achso, ob das glaubst du oder nicht, das ist tatsächlich so. Mich schreiben tatsächlich mehrere Frauen schon mittlerweile an. Ja, glaube ich. 100%. Ja, die müssen doch schön verrückt sein. Nee, vor allem, es gibt ja viele, die eben auf genau sowas stehen. Ne? Also dieses Bad Boy so mäßig und du hast Storys zu erzählen, du bist jemand, du hast ein Leben gelebt und bist jetzt halt irgendwie ein coolerer Typ und halt irgendwie vielleicht auch weicher. Ach, cool, war ich früher auch schon. Vielleicht ist Janis dann auch jetzt so einer, der sich dann in Schoß legt und wirst halt einfach mal gekrault. Stopp, das liebe ich sogar. Ja? Ja, klar. Also die habe ich auch früher schon gern gemacht, oder? Ja gut, stimmt. Das hattest du auch so ein bisschen beschrieben, ne? dass das ja auch irgendwo so ein bisschen dein Rückzugsort dann war, quasi von dem ganzen Stress und so weiter. Damals hatte ich, nein, so habe ich es nicht beschrieben, weil damals hatte ich wirklich die Zeit zum Schmuse lang, oder?
Ja, klar, da waren andere Sachen wichtiger, ne? Genau, das war der Fehler, oder? Ja. Also bei mir, und das wird sich auch niemals ändern, bei mir kommen immer erst meine Kinder, also sprich meine Tiere. Dann kam für mich damals der Club und dann kam erst die Frau. Und das ist natürlich so nicht richtig. In der Reihenfolge sollte das nicht sein. Ja. Also nicht, dass das mit dem Club jetzt schlecht gewesen wäre oder so, aber es sollte eigentlich schon so sein, dass man erstmal seine Kinder liebt, dann seine Frau und dann sein Hobby. Das ist ja eigentlich ein Hobby, so ein Motorradclub ist ein Hobby, oder nicht, wie die Leute behaupten, kriminelle Vereinigung, so ein Schwachsinn, sondern das ist ja eigentlich ein Hobby, das machst du so wie andere Leute zum Tennisspieler geht zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ja, aber es war halt damals einfach Platz 1 eigentlich, ne? Nee, das war für mich immer Platz 2. Für mich kamen immer erst meine Kinder. Okay. Also meine Tiere, genau. Das war immer bei mir Platz 1 und das wird sich auch nie ändern. Krass. Also wirklich, über die hättest du alles gestellt, auch komplett jeden Kollegen bei dir im Club und so weiter? Alles. Das würde ich auch nach wie vor so machen. Wenn ich heute eine Dame kennenlernen würde, die keine Tiere mag, dann kann die direkt wieder gehen, oder? Das würde ich ihr dann aber heute anders sagen wie damals, oder? Ja, wie klar du das trotzdem noch sagst, finde ich. Klar, das ist die Wahrheit. Hammer. Was ist der wichtigste Rat, den du jemals erhalten hast, der dich irgendwie geprägt hat? Von einer anderen Person. Gab es das mal? Irgendwie, wo du gesagt hast, was dir wirklich die Augen geöffnet hat zu irgendeinem Thema oder sonstiges, wo du dachtest, ja, okay, das verändert für mich gerade eine Sicht auf diese ganzen Dinge. Ich habe unzählig viele Ratschläge bekommen. Die wenigsten davon habe ich befolgt. War aber einige gute dabei, aber damals war ich so ein Typ, ich dachte, ich stehe über allem, oder? Was ja auch total arrogant und eingebildet war. Ja. Schwachsinnig auch. Ja. Also hierher, wo ich jetzt gekommen bin, oder bin ich gekommen, weil ich alleine so bin, wie ich bin, oder nicht durch irgendwelche Ratschläge. Natürlich haben Leute zu mir gesagt, Janis, veränder mal ein bisschen dein Leben. Klar, logisch, oder? Ja. Aber ich wollte das ja selber auch. Ich wollte ja so nicht mehr weiterleben. Ich will ja eigentlich, ich bin Waage vom Horoskop her. Ja. Ich bin sogar auch Aszendent Waage. Und eigentlich wollen wir in Harmonie leben. Ja. Und das will ich ja eigentlich auch, oder? Ja. Nee, okay, also du bist eigentlich ein sehr, 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 sehr eigener Typ und bist du deinen eigenen Weg gegangen, also deine eigenen Erfahrungen und so weiter, ne? Genau. Okay. Wie würdest du heute mit körperlichen Konfrontationen umgehen? Also wenn dich jetzt jemand auf der Straße jetzt gerade irgendwie dumm anmacht oder sowas, würde ich weiterlaufen. Stehst du dann drüber, gehst du einfach weg? Oder? Klar, da würde ich sagen, halt die Fresse und dann laufe ich weiter. Okay. Solange mich keiner körperlich angeht, laufe ich einfach weiter. Okay. Beziehungsweise gebe einen Kommentar ab und dann gehe ich weiter. Ne? Okay. Bis mich einer körperlich angreift. Du lässt dich nicht mehr provozieren, gehst dann selber drauf, sondern es müsste dich jetzt erst jemand angreifen. Und dann genau, aber mich provoziert eigentlich wirklich, mich provoziert eigentlich niemand, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Okay. Natürlich gibt es oft Leute, wenn ich jetzt mit der kurzen Hose ins Einkaufszentrum gehe, die mich komisch angucken, aber dafür habe ich natürlich Verständnis. Ich bin ja überall zutätowiert. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt üblich. Oder für viele Leute ist das jetzt nicht unbedingt gewöhnlich so, oder so wie ich aussehe, aber ja, da stehe ich drüber, ja klar. Früher war das anders, wenn mich da einer anguckt hätte, dann habe ich gefragt, was klotschen so blöd oder so. Ja, total blöd halt. Ne? Wie bist du damals mit Rückschlägen umgegangen, wenn irgendwas nicht geklappt hat? Und wie gehst du heute damit um? Boah, damals kam ich schwer damit klar, oder? Damals hat es mich total angekotzt, da einfach mit Aggressionen loswerden wollen, rausgehe auf die Straße, kämpfe, boxe sich gegen irgendjemand, egal ob ich verliere oder gewinne. Heute denke ich, nee, dann muss ich halt nur von vorne anfangen. Es bringt ja nichts, sich aufzuregen. Oder? Ja. Es ändert ja nichts an der Situation. Ja. Also wieder von vorne anfangen und fertig. Oder? Das ist zum Beispiel im Buch ist das ja des Öfteren so gewesen, dass ich was geschrieben habe und habe gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Aber dann habe ich gedacht, reg dich nicht auf, einfach wieder anfangen von vorne. Oder? Das hält mich nur ab von dem Weg, was ich eigentlich vorhabe. Oder? Das stimmt. Wie definierst du momentan Glück für dich? Was ist für dich Glück? Also glücklich wäre ich, wenn ich tatsächlich ein Kind hätte, Familie, auf meinem Gnadenhof sitzen könnte, mich um die Tiere kümmern. Das wäre für mich Glück. Okay. Also für mich hätte das Glück nichts mit Geld zu tun. Oder? Okay. Früher war ich da tatsächlich etwas anders eingestellt. Da dachte ich, materielle Dinge sind wichtig, aber mich beeindruckst du heute nicht mehr mit materiellen Dingen. Okay. Das ist also für mich überhaupt nicht wichtig. Die Gesten oder halt dann... Genau. Eben nicht materielle Sachen, sondern... Also mich macht es wirklich glücklich, wenn ich solche Kommentare lese, beziehungsweise solche Hilfsangebote bekomme von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen habe, noch nie, die kenne ich gar nicht. Ja. Ey, mir wolltet ihr helfen, das macht mich glücklich, ganz ehrlich. Ja. Das freut mich, oder? Ja. Das ist ja gut, das ist wirklich eine der schönsten Sachen wahrscheinlich. Ja, und das ehrlich. Ist vielleicht auch eine gute Sache, eben dann so in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen zu stehen. Ne? Weil ich meine, das ist ja der Einzige. Wie würde man sonst so auf dich kommen, ne? Auf deine Story und dir dann auch irgendwo helfen können, auch bei deinen Genau, Zielen. Und das ist übrigens so der einzigste Grund, warum ich das überhaupt mache, alles. Ja. Ne?
ganz im Ernst, ich bin kein Influencer, ich bin kein YouTuber oder so ein Quatsch, das ist alles nicht meine Welt, überhaupt nicht. Ja. Aber das, ich nutze sämtliche Plattformen natürlich, um meine Reichweite zu vergrößern, damit ich Aufmerksamkeit bekomme, aber nur, weil ich an mein Ziel will, Gnadenhof. Oder? Also ja. In Zukunft kann ich mir gut vorstellen, wenn dann ich mache ja auch noch Knaster, das ist mir hier mit Marco, oder? Genau, ja. Wenn ich die dann alle abgearbeitet habe oder dann auf meinem Gnadenhof sitze, dann kommen Stories, wie ich mit den Tieren, also sprich, wenn jetzt zum Beispiel Tiere zu mir kommen aus schlechten Verhältnissen oder sowas, verstehst du, ja, schlechte ja. Haltung oder so, dann ja. wird es dort drüber Videos geben. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, über meine Knastzeit zu quatschen. Oder? Okay, aber du wirst schon weiterhin so ein bisschen präsent sein. Man wird ja, ja, klar, natürlich, logisch. Ja. Dafür ist es ja schon auf jeden Fall ein gutes Tool. Ne? Das kann man nicht. Wenn ich aber morgen 100 Millionen gewinnen würde, sage ich dir auch ganz ehrlich, dann würde ich nur ein einziges Video machen, wird mich verabschieden und fertig. Ja. Das ist richtig. Ich hoffe, die Leute haben dafür Verständnis. Ich werde noch das zweite Buch schreibe ich auch noch fertig. Stimmt, also, ist das jetzt gerade in der Mache? Das schreibe ich gerade, ja. Jetzt wird's, ach so, übrigens, das kann ich auch noch erwähnen. Jetzt fangen wir nächste Woche an, ein Hörbuch von diesem ersten Buch zu produzieren. Von dem hier. Genau, ja, das wird auch über mehrere Wochen gehen. Okay. Da ist schon noch ein paar Dinge zu erledigen. Oder? Machst du das selber? Ich spreche das selber, ja. Okay. Alles andere wäre auch nicht sinnstiftend, finde ich. Oder? Okay. Und vor allen Dingen, die Leute wollen mich ja selber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Es bringt ja nichts, wenn ich da irgendjemandem, mir hatte tatsächlich mal aus Leipzig übrigens auch, eine Dame angeboten, also die Frau von einem guten, sehr guten Freund von mir, dass sie das sprechen wird, habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Okay. Also ich will das schon alles selber machen. Okay, cool. Das heißt, dieses Authentische bleibt auf jeden Fall. Genau. Dass du jetzt so ein bisschen ruhiger geworden bist und so weiter, hat das, würdest du sagen, nur was mit dem Alter zu tun? Oder, also weil du eben auch gesagt hast... Nein, natürlich auch mit meiner Erfahrung jetzt, oder? Weil sie zu nichts führt. Früher, wenn ich irgendwo hingegangen bin, mich einer blöd angequatscht hat, hat es mal auf die Fresse gegeben. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt in den Knast dafür muss oder nicht. Okay. Das war der Wunsch, heute denke ich natürlich schon zweimal drüber nach, ob ich sowas mache heute. Ich hatte so Situationen jetzt tatsächlich auch schon, seitdem ich draußen bin aus dem Knast. Scharf drauf bin ich da nicht. Früher war ich da scharf drauf, weil ich wollte ja, dass dieser Name Janis bekannt wird. Oder? Ja. Das war natürlich auch mit dem Bestreben, aber das hat nichts mit der Rocker-Szene zu tun. Ja. Das wollte ich von als Jugendlicher. Oder? Da hatte ich mich dann entschieden, Gangster zu werden. Auf Schule hatte ich keinen Bock. Ja, ganz ehrlich, Hitte. Gerade in unserem Alter, beziehungsweise auch davor, kommt man dann auch ganz schnell in, sag ich mal, in so Szenen rein, wo es, sag ich mal, in die kriminelle Richtung gehen könnte. Was würdest du jemand raten, der gerade in dieser Situation ist, vielleicht nicht ein Umfeld hat, was so stabil ist und ihn halten kann? Was würdest du jemand raten, wie er da rauskommt oder vielleicht doch sogar einen anderen Weg einschlagen kann? Auf jeden Fall rechtzeitig, frühzeitig richtig abbiege. Also ich, das sage ich auch heute, wenn irgendwelche Leute Drogen nehmen und ich sage, ich schreibe ja Leute an, oder gerade auch in eurem Alter, die in Knast müssen oder die gerade rauskommen oder die eben in solchen Kreisen sich bewegen. Also sprich in ihrem Freundeskreis Leute haben, die Drogen nehmen. Dann sage ich, wenn das wirklich deine Freunde wären, dann würde die dir gar keine Drogen anbieten. Weil ein guter Freund, sage ich dir ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung, der bietet dir keine Droge an. Der versucht dir selbst wenn er schon selber drauf ist, also sprich auf Droge. Und du würdest ihn nach Droge fragen, würde er zu dir sagen, so ist meine persönliche Meinung zumindest, würde er zu dir sagen, nee, lass die Finger weg von dem Scheiß oder das macht dich total kaputt, oder? Also ich spreche jetzt hier über Heroin, Kokain, LSD und der ganze Dreck da und was es da noch alles gibt. Oder? Wenn heute einer kifft, Gras raucht oder so, finde ich jetzt, ich persönlich finde das nicht verwerflich. Ich finde es so, guck mal, das wird ja mittlerweile schon als Medizin gehandelt. Finde ich jetzt alles nicht so schlimm, oder? Da gibt's natürlich, muss man auch differenzieren, da gibt es auch Leute, die kriegen von sowas Panikattacke. Ich hatte das nicht, also nicht vom Kiffen. Aber alles andere ist für mich Dreck, oder? Also eben früh genug abbiegen. Was, wenn das aber verpasst worden ist, diese Option. Das heißt, du bist schon voll drin und du weißt gerade gar nicht mehr, wie du dort rauskommst, weil dein Umfeld einfach nur darin besteht. Beispielsweise, du bist in einem Club, muss ja kein Club sein, kann auch einfach nur, ich weiß nicht, zum Beispiel die Gang sein aus Berlin, die durch Wedding zieht. Wie kommt man da raus? Sich einfach das Umfeld ändern? Was würdest du da sagen? Ja, genau. Ja. Ja, ganz so einfach geht es nicht. Also ich glaube, dass da erstmal eine Voraussetzung ist, dass du selber über einen sehr, sehr starken Charakter verfügen musst. Also ich glaube, dass es, wenn du in so einer Gruppierung drin bist, das waren wir ja auch in Kinderheim, Erziehungsanstalt oder auch auf der Straße hier, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, aus diesem Kreis wieder rauszukommen, wenn du schon Mitte drin steckst. Was ich allerdings jedem raten kann, beziehungsweise ans nahelegen möchte, egal wie schwierig auch immer das sein mag, und dann kommt, das bringt das einfach mit sich, wenn die Leute immer Scheiße bauen, dass auch Polizei auf der Tagesplan tritt.
Aber Verrat wäre auch keine Option, oder? Also sich da raus zu winden oder zu schmuggeln, wie es der Memo gemacht hat, bei uns jetzt in unserem speziellen Fall, die Leute zu verraten, das geht auch gar nicht, oder? Also ich hasse Kinderschänder, Kindermörder, Vergewaltiger, Tierquäler, Nazis, Faschisten, Rassisten, auch Islamisten, also Leute, wo glauben, das habe ich aber auch schon mehrfach erwähnt, wo meinen, sie müssen ihre Religion vorschieben, um andere Leute abzuschlachten. Ich hasse aber auch Lügner und Verräter. Ja, das geht auch gar nicht. Also wenn ich schon in solchen Kreisen bin und von alleine aus eigener Kraft nicht rauskomme, dann nehme ich jetzt mal an, dass du das, da die Frage darauf hin abgezielt ist, dass es ja früher oder später dann so weit kommt, dass du irgendwann mal ins Gefängnis musst. Dann musst du halt auch das bis zum bitteren Ende durchziehen, das Maul halten, rauskommen und dann umdenken und sagen, okay, pass auf, jetzt habe ich den Scheiß auch schon hinter mich gebracht, also sprich Knast. Dann musst du umstrukturieren im Kopf und sagen, du, ich will jetzt was anderes machen. Oder? Ich hatte tatsächlich, als ich aus dem Knast kam vor 6,5 Jahren, kamen die Leute auch auf mich zu, die ich natürlich nicht namentlich nennen werde, und haben mir das und das angeboten. Hätte ich das alles gemacht, dann wäre ich jetzt entweder steinreich, die größte Wahrscheinlichkeit ist, ich wäre wieder im Knast oder vielleicht sogar tot. All diese Dinge habe ich abgelehnt und habe gedacht, nein, ich will aus eigener Kraft, ich habe ja Ziele im Kopf gehabt, als ich aus dem Knast gekommen bin, sprich Buch schreibe, solche Dinge, verstehst du? Mhm. Das habe ich dann gemacht, oder? Und habe mich da eben nicht beirren lassen. Aber ich, auch das mag sich jetzt wieder arrogant und eingebildet hören, aber ich denke, dass ich schon eine ziemlich starke Persönlichkeit bin. Also von mir selber aus. Oder? Also wenn ich was überhaupt nicht will, dann mache ich es einfach nicht und fertig. Ich habe mich ja auch in Kreisen bewegt oder Leute kannt hier überall oder die Droge genommen habe. Ich habe gesagt, nein. Also irgendwann habe ich mal gesagt, nein. Ich habe ja auch Droge genommen bis 95. Aber irgendwann habe ich für mich entschieden, nein, ich will das nicht mehr. Die Leute in meinem Umfeld haben das ja trotz alledem weitergemacht. Und die Leute haben immer, zum damaligen Zeitpunkt wurde das belächelt, dass ich es eben nicht, dass ich es eben abgelehnt hatte. Und irgendwann, Jahre später, haben die zu mir gesagt, du bist eigentlich der einzigste Johannes gewesen, der stark war von uns. Du hast Nein gesagt, obwohl mir alle anderen das genommen haben. Verstehst du, was ich meine? Es bringt nichts, die ganze Zeit zurückzuschauen und über die Fehler nachzudenken, was ich damals gemacht habe. Das würde zu nichts, das bringt mir nichts. Oder? Ich muss vorwärts kommen. Und das wird mich nur auf. Das wäre ungefähr wie wenn du auf dem Laufband stehst und läufst die ganze Zeit, kommst du aber einfach nicht vorwärts. Oder? Ja. Das bringt dir nichts. Oder? Ja, stimmt. Eben, und jetzt kommst du vorwärts und dann vielleicht trotzdem noch mal kurz auf deinen Gnadenhof. Du hast es gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Du wirst es dann machen, wenn das ganze Rechtliche sozusagen durchgeht. Genau. Hast du schon einen Plan, an welchem Standort du das machen willst? Nein. Auch das werde ich schon oft fragen. Nein, guck mal, ich brauche nicht viel Platz für mich. Mhm. Ich weiß, dass es in Deutschland sehr, sehr teuer wird sein, sowas in die Tat umzusetzen. Also sprich einen Hof oder eine Farm oder einen Bauernhof oder irgendwas Artähnliches zu kaufen. Ich brauche viel Land für Tiere, weil ich will ja nicht nur Hunde bei mir haben, ich will das ja für alle Tiere machen. Das heißt, was für Tiere alles? Also was kannst du dir? Esel, Pferde, Schweine, Kühe. Hühner, einfach alles, also auch Hunde natürlich, Katze, ja. Häschen, Meerschwein, alles, einfach alles. Okay. Mit Reptilien, da bin ich wenig vorsichtig, da bin ich jetzt nicht so belesen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Aber auch da würde ich nicht Nein sagen, wenn jetzt, also es wird in diesem Gnadenhof mit Sicherheit auch das ein oder andere Terrarium geben. Also okay. Ich würde niemanden abweisen, der zu mir sagt, du, ich habe hier eine Schlange gefunden. Ich habe tatsächlich selber schon eine Schlange gefunden. Also ich nicht mal. Ja, meine Nachbarin hat eine Schlange gefunden, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe sie eingefangen, ich habe einen guten Draht eigentlich, einen relativ guten Draht hier zur Tierrettung. Mhm. Also hier gibt es so eine Organisation, Tierrettung sind die. Die kenne ich auch, da habe ich auch Telefonnummer und alles. Die habe ich dann angerufen, dann sind die gekommen und habe die Schlange abgeholt. Echt? Ja, klar. Hammer. Okay, das heißt, auf was für eine... Ich habe mit denen auch schon ein kleines Rehkitz gesucht und alles. Na, so Sachen habe ich auch schon gemacht, oder? Ich habe meinen Dachs mit dem Motorrad angefahren. Oh je. Wenn der noch gelebt hätte, hättest du den genommen? Mit zwei Beinen? Ja, klar. Okay. Also auch. Genau dafür habe ich ja gedacht. Ja, ich meine das Tode ernst. Ja, das soll ja, dieser Auffangort soll ja sein für alle behinderten, nicht mehr geliebten, gequälten und ausgesetzten Tiere. Und Tiere, die entsorgt wurden wie Müll von irgendwelchen Drecksschweinen, oder? Also von irgendwelchen Drecksmenschen. Dafür ist das will ich machen, ja, für die denn da sein. Natürlich ist das nicht so einfach umzusetzen, ist mir schon auch klar. Da muss natürlich ein Draht, ich habe eine sehr, sehr gute Tierärztin, die kenne ich schon, da war ich mit meinem Kind, also mit dem Jato immer bei ihr damals. Die hat heute eine Praxis noch immer in Konstanz, oder eine Gemeinschaftspraxis. Die würde ich natürlich dann kontaktieren, wenn das dann alles soweit wäre. Oder? Aber man darf sich nicht so vorstellen, dass wenn ich diese Bescheinigung habe, dass eine Woche später dieser Gnadenhof steht. So, ja, das ist eine komplett falsche Vorstellung. So schnell geht es natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Hast du dann ein spezielles Ziel, also irgendein zeitliches Ziel, wo das stehen sollte für dich? Ich habe mehrere Überlegungen schon gehabt. Entweder Serbien,
Argentinien oder Afrika, okay. Weil dort einfach die Grundstücke viel, viel billiger sind. Du kannst viel mehr kaufen für weniger Geld, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, oder? Aber auch ja, Deutschland ist natürlich nicht ausgeschlossen. Okay. Also es ist gerade auch nicht standortgebunden, sondern du bist auch sehr, sehr flexibel. Ja. Für mich spielt das keine Rolle, wo ich lebe. Mir ist das scheißegal. Was für Werte sind dir denn bei Menschen wichtig? Also aktuell? Absolute, das war es schon immer, oder? Absolute Loyalität. Ich muss jemandem vertrauen können. Ich habe zum Beispiel gelernt, oder, dass ich niemandem vertrauen werde, der mich anlügt, oder? Aber ich werde selber auch niemals jemanden anlügen, der mir vertraut. Ich lüge aber eigentlich generell nicht, ganz ehrlich. Oder damals natürlich bei der Polizei bzw. auch vor Gericht habe ich jetzt nicht immer unbedingt die Wahrheit gesagt. Ja, solche Dinge sind für mich wichtig. Ehrlichkeit, was ja Loyalität alles wird. Loyalität ist für mich der Oberschirm, oder? Und da gehört ja Ehrlichkeit, Vertrauen, ist alles mit und darunter. So selber bei uns auch beiden von Challenge Leben, einfach diese Ehrlichkeit, das ist extrem wichtig. Weil nur so darauf basiert irgendwie alles, auch eine Freundschaft, jegliche zwischenmenschliche Beziehung. Und dann werde ich direkt darauf aufbauen, die nächste Frage. Warum wir? Warum hast du in einem Interview uns zugesagt und beispielsweise andere nicht? Weil ich kann mir vorstellen, du kriegst natürlich viele Anfragen. Bild-Zeitung hat mich schon angefragt, ProSieben hat mich schon mal angefragt. Ganz ehrlich, bei euch zwei, also ich hatte ja mit dem Fabio telefoniert. Und dann habe ich gedacht, diese Jungs, oder, die sind ganz neu, oder? Und ich finde es gut, ganz ehrlich, heute finde ich das gut, wenn zwei junge Menschen so einen Weg einschlagen, versuchen, ihr Leben zu finanzieren oder zu bestreiten mit so einer Arbeit, was ja mit Sicherheit eine harte Arbeit ist. Ich meine, jetzt seid ihr ja vom Osten rübergefahren, kommen von Leipzig oder Dresden. Und Leipzig und ich von Berlin. Oder noch krasser, oder? Für sowas möchte ich natürlich unterstützen. Ich will da gar, das haben wir ja ausgemacht, ich brauche da kein Geld dafür. Für mich ist es wichtig, dass junge Leute so einen Weg gehen, wie wenn sie auf der Straße hocken, in dem Alter, wie ich das damals gemacht habe, nur Scheiße gebaut. Oder? Also dann unterstütze ich lieber sowas, wie irgendwelche speichelleckende Arschlöcher, um das jetzt mal beim Namen zu nennen, oder wo richtig Kohle habe, mir auch Geld angeboten habe. Aber denen geht es nicht um die Person Janis. Und bei euch habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es euch um die Person Janis geht, wie sie heute ist. Natürlich sind da auch Fragen dabei zu meiner Vergangenheit, was ja absolut legitim ist. Das gehört mit dazu. Und natürlich, da habe ich ja gar kein Problem damit, da stehe ich ja auch dazu. Aber deswegen, sowas mag ich einfach und sowas unterstütze ich gerne, oder? Mhm. Auch ohne Kohle, ganz ehrlich. Du hast gerade kurz die Vergangenheit angesprochen, weil das ja auch dazugehört. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Wo siehst du dich in Zukunft, jetzt unabhängig vom Gnadenhof? Wo siehst du dich beispielsweise in 5 Jahren? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja. Tatsächlich, in 5 Jahren sehe ich mich tatsächlich nur auf diesem Gnadenhof mit Frau, mit Kind, unzählig viele freiwillige Helfer, umringt von Tierlein. Da sehe ich mich ja. Und da möchte ich dann irgendwann mal sterben mit Leuten, denen ich vertraue, die immer loyal zu mir waren, an meiner Seite und fertig. Mhm. Das ist mein Ziel. Ich habe keine anderen Ziele mehr, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Mhm. Mein Ziel ist, Familie zu gründen, dort auf meinem Gnadenhof mich um die Tiere zu kümmern und fertig. Mhm. Kurzfristiges Ziel natürlich noch, das andere Buch fertig zu schreiben. Ja, klar, natürlich. Genau. Das ist ja klar, logisch. Das zweite Buch schreibe ich auf jeden Fall fertig. Das Hörbuch wird dann zu dem Ding produziert. Ich hoffe, dass ich die Klamotten vorantreiben kann. Das mache ich ja auch alles nur und davon fließt ja ein Großteil in dieses Projekt Gnadenhof dann irgendwann, oder? Wenn der denn besteht. Deswegen mache ich das ja. Eben, das also kommt quasi alles zusammen. Gerade bei den 2 Büchern geht es ja hauptsächlich um dich. Wenn es, sage ich mal, wenn du nochmal ein anderes Buch schreiben würdest und es würde jetzt nicht um dich als Person gehen, was für Themen würden dich denn interessieren, wo du sagst, oh, da könnte ich mir vorstellen, ein Buch darüber zu schreiben? Das ist eine schwierige Frage. Deswegen finde ich gut, ja, aber kann ich dir jetzt im Moment nicht beantworten, weil ich in meinem Kopf, zum Beispiel kommen auch Leute zu mir und bieten mir Bücher an zu lesen, die im weitesten Sinne irgendwas mit meinem Leben zu tun haben oder hätten. Die kann ich aber nicht lesen, weil das Problem ist, ich kann mich auf mein Buch konzentrieren, auf meine Arbeit jetzt. Da würde es mich durch verwirren im Kopf. Wenn ich jetzt ein anderes Buch im Kopf hätte, dann verstehst du, was ich meine. Ich kann es jetzt nicht so wirklich erklären, aber wenn mein Buch fertig geschrieben ist, also sprich mein zweites, dann bin ich natürlich bereit, auch ein anderes Buch zu lesen, wenn es die Zeit zulässt dann. Aber im Moment habe ich die Zeit nicht. Und wenn ich ein Buch schreiben würde, über was ich ein Buch schreiben würde, boah, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, oder? Vielleicht über Jugendkriminalität. Aber okay, was ja im weitesten Sinne auch wieder mich beinhaltet würde, oder? Weil ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich selber auch schon ein kleines Buch geschrieben habe. Okay. Aber da ging es hauptsächlich quasi so um die Regeln im Leben, wie man seinen Weg beschreiten kann. Und gerade wenn man sozusagen in seiner Bubble ist und dieses Buch schreibt, dann ist das 100% Fokus. Genau. Da sind viele Sachen sind da erstmal außen vor und man konzentriert sich quasi nur darauf. Genau so ist es, das habe ich vorhin gemeint, ja. Genau, eben.
Und gerade auch in so einer Zeit, wo man im Fokus ist, braucht man natürlich auch ein starkes Umfeld, ja, wo einen stützt. War das damals, du hattest das Gefühl, gerade die Zeit auch im Motorradclub, wenn du es jetzt reflektieren würdest, würdest du es als eine positive Zeit, die dich geprägt hat, oder als negative Zeit, sage ich mal, abstempeln und sagen, würdest quasi sagen, okay, das ist hauptsächlich, ach, geht eher in die negative Richtung oder eher in die positive Richtung? Die Zeit als Bandido bzw. meinem Clubzugehörigkeit. Mhm. Positiv natürlich. Positiv. Natürlich waren auch negative Dinge dabei, ja, klar. Aber überwiegend positiv war es für mich. Sonst hätte ich das ja so lange nicht gemacht. Wenn ich irgendwas scheiße finde, dann merkst du das ziemlich schnell, dann trenne ich mich von dir bzw. höre dann auf mit dem, das zu machen. Mhm. Das war für mich natürlich eine geile Zeit. Ich habe richtig geile Leute kennengelernt. Ich habe loyale Leute kennengelernt. Ich habe ehrliche Leute kennengelernt. Natürlich auch dort. Also umso größer eine Gruppierung ist, egal welche auch immer, umso mehr Leute triffst du natürlich, mit denen du dann nicht so zurechtkommst. Und natürlich habe auch ich diese Leute kennengelernt. Auch das habe ich natürlich in meinem Buch beschrieben. Mhm. Aber wenn ich mich nur für positiv oder negativ entscheiden kann, dann natürlich positiv. Ja, das ist wichtig, weil es auch zu deiner Vergangenheit gehört. Ja, natürlich, klar. Person, wie gesagt, sonst hätte ich das ja nie so lange gemacht. Ja. Das war eine geile Zeit, die möchte ich niemals missen. Und das kommt auch extrem stark rüber, dass du dir eben treu geblieben bist und, sag ich mal, eigentlich im Kern noch die gleiche Person bist wie früher und dich nicht verstellst für irgendwelche Interviews oder sonst was. Sondern du bist du selbst, du antwortest auch genauso. Und das kommt bei uns, ja, speziell uns beiden, Fabio und mir auch rüber, als auch bei den Zuschauern und dementsprechend natürlich auch positiv. Es wäre für mich, wenn ich das noch hinzufügen darf, es wäre für mich eine Form von Verrat, es wäre ein verlogener Verrat, hinzugehen und zu sagen, es war alles scheiße. Das würde ja niemals der Wahrheit entsprechen. Es war eine richtig geile Zeit, klar. Mhm. Ich habe ja heute noch nach wie vor Kontakt in diese Szene, auch wenn das viele andere YouTuber, ohne die jetzt namentlich zu nennen, aus Norddeutschland oben, oder? Mhm. Ich gehe davon aus, dass dieser jemand schon weiß, wen ich meine. Auch wenn das dem nicht schmecken sollte oder wenn der immer wieder hier in seine Videos anfängt zu kritisieren, dass es ja nicht sein kann, dass jemand Tiere über alles liebt bzw. sich für Tiere stark machen will und auch in... Ach, übrigens... Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Diesen Gnadenhof, das ist noch eine ganz wichtige Information für euch. Diesen Gnadenhof will ich natürlich machen in Verbindung mit benachteiligten Kindern. Also sprich mit Jugendlichen, die Artähnliches erlebt hatten. Das ist eine wichtige Info. Ja, finde ich nämlich auch. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Oder? Weil jetzt durch diese Scheiße, was der Typ da ab und zu verzapft, oder nennen wir ihn beim Namen Philipp Schlaffer, oder? Ist mir jetzt auch zu blöd, alles oder hier so rumzureiern, oder? Auch wenn der Meinung ist, dass es nicht in Einklang zu bringen ist, in die Szene Kontakte zu pflegen. Mhm. Bei mir sind es wenige, aber trotz alledem bestehen die und ich werde bis zu meinem Lebensende bestehen. Und zeitgleich aber sich für Kinder bzw. Tiere stark machen, wo ist da ein Schnittbuch? Also warum soll das nicht funktionieren, frage ich mich. Oder? Und dann hier immer wieder irgendwelche Videos rauszuhauen, er jetzt da hier, in denen er mich negativ bewertet. Mhm. Für mich ist das eine Bewertung, auch wenn er immer so schmierig sagt, er will das ja gar nicht bewerten. Es ist für mich eine Bewertung. So eine Aussage zu tätigen. Eben, und das will ich, dass diese Jugendlichen dann, gehen wir weg von dem Trottel, oder? Um auf die Jugendlichen zurückzukommen, und das will ich dann, dass die von klein auf lernen oder in frühester Jugend lernen, dass es andere Dinge gibt, wie Straftaten zu begehen, sich Verantwortung zu übernehmen, verstehst du? Für Tiere jetzt oder für sich selber ja auch, oder? Weil mir war ja mein Umfeld auch scheißegal, oder? Ich habe ja auch meine eigenen Leute in die Schnauze gehauen, wenn mir das nicht passt hat. Das geht ja so auch nicht, oder? Das ist so, da sehe ich, das alles in 5 Jahren, wie du mich gefragt hast. Finde ich sehr, sehr inspirierend und das ist ja quasi auch unseres Ziel und deswegen überschneiden sich natürlich auch die Interessen. Deswegen sitzen wir auch unter anderem heute auch zusammen. Genau. Ja, nicht nur wegen deiner Person, natürlich auch mit der Message, die wir dort rausgeben möchten. Genau. Menschen zu inspirieren und ihren Lebensweg zu bestreiten und sich treu zu bleiben. Und deswegen, darauf basiert dann auch meine nächste Frage. Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die gerade ihren Weg beschreiten, vielleicht sogar am Anfang sind? Beispielsweise so wie ich. Ja, jetzt mit dem YouTube-Projekt, sei es jemand, der eine Ausbildung anfängt, sei es der schon seit 10 Jahren in der Arbeit ist und seinen Weg geht. Ja. Dem kann ich nur raten, das so ordentlich und korrekt wie nur möglich weiterzugehen, sich ein Ziel zu setzen. Die Leute haben ja meistens dann Ziele. Und das dann auch wirklich bis zum bitteren Ende zu verfolgen und nicht aufzugeben, wenn mal irgendwelche Hindernisse auftauchen sollten. Weil auch in der Gesellschaftsschicht gibt es natürlich irgendwann Probleme.
und dann nicht aufzugeben und zu sagen, ah, fange ich jetzt halt an, Drogen zu nehmen oder so ein Schwachsinn oder irgendwelche Scheiße zu bauen. Das Ziel weiterhin niemals aus dem Blick zu lassen und das weiterhin zu verfolgen. Nee, um durchzuziehen und einfach genau. Dem Ganzen sozusagen einfach dahinter zu stehen und die Dinge auch dann wirklich weiter fortzuführen und sich nicht, sag ich mal, das abzubrechen, dann zum nächsten, sonst was und dann vielleicht sogar eine ganz andere Schiene zu geraten. Ja, genau. Und dann, sag ich mal, diesen Halt bekommt, den man halt sonst im Leben nicht bekommt. Ja, und da gibt es halt eben Alternativen, beispielsweise Sport. Spielt ja bei dir vielleicht auch eine große Rolle. Ich trainiere ja jeden zweiten Tag, ja. Eben. Ich hoffe, das sieht man noch ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Also, vielen Dank. Ja, ist ja so, wirklich. Ja, deswegen. Vielleicht sehe ich uns noch irgendwann gemeinsam trainieren für eine Session. Mal gucken, ob du da Lust drauf hast. Aber ich trainiere halt mit Gewicht und deine Arme sehen. Jetzt sieht es so aus, als wäre schon mit Gewicht drin. Ich verarsche dich. Ich mache Spaß. Sie sehen gut aus, beide. Dankeschön. Deswegen, wir sind ja noch jung, da ist noch viel Potenzial da, sich weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Gerade super aktuell, wie, sag ich mal, Klimakleber, so würde ich es mal beschreiben, irgendwelche Geschäfte anspringen oder irgendwelche Flugzeuge gehen jetzt auf Reiche, ist ja total aktuell das Thema. Mhm. Was hältst du von Klimaklebern? Hatte ich vor kurzem mal bei den Zuschauerfragen schon beantwortet. Katastrophal und da oder so, geht gar nicht. Für mich persönlich, oder? Weil ich wurde ja natürlich aufgrund dieser Antwort, die ich da gegeben hatte, bei Spiegel TV kritisiert. Wenn ich doch so ein Tierfreund wäre, dann würde ich auch dafür Verständnis haben. Dazu kann ich nur Folgendes sagen und es lautet wie folgt. Wenn die Typen wirklich so naturbewusst leben wollen, oder? Und so tierfreundlich sind, dann stelle ich mir jetzt folgende Frage. Wenn die sich auf die Straße pappen, die Idioten, oder? Meiner persönlichen Meinung nach sind es nur Schwachköpfe und Idioten, mehr sind es nicht. Und jetzt steht da, es kommt ein riesen Stau und da stehen jetzt zum Beispiel 3-4 so Tiertransporter drin, oder? Natürlich werden die zum Schlachthof fahren, vielleicht sind aber auch Leute da, wo Reitpferde haben oder ähnlich und Sportbetreibe mit dem Tier. Die stehen ja dann auch stundenlang im Stau, weil bekommen kein Wasser und nichts, verstehst du? Ja, was sagst du da dazu? Die Arschlöcher. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja genau das Ding und da sind ja viele Menschen sind der gleichen Meinung. Deswegen haben sie das Ganze jetzt gequittet und gehen jetzt quasi nur noch auf Reiche. Wie auf Reiche in dem Sinne, weil gerade sozusagen... Achso, dass sie hier die Geschäfte ansprühen und so. Ja, beispielsweise dann auch Privatjets, weil die ja natürlich am meisten CO2 verursachen etc. Ja, und versuchen jetzt quasi auf die Schiene zu gehen, aber um beispielsweise dann auch die Gesellschaft, ja, vor allem auch die jungen Menschen hinter sich zu haben, weil die vielleicht auch eine ähnliche Meinung haben, weil sie gemerkt haben, die stoßen da sehr, sag ich mal, auf Widerstand, wenn sie sich eben halt immer nur an die Straße kleben und sonst was und... Im Endeffekt, ja, sie kriegen die Aufmerksamkeit, aber es ist absolut eine negative. Das sind für mich Leute, die haben im Leben noch nie gearbeitet. So, und das nehme ich zumindest an. Okay, ich habe jetzt auch nicht so viel gearbeitet, also körperlich in irgendwelche Fabriken oder auf dem Bau, obwohl ich das schon gemacht habe. Das sind für mich so verzogene Göre, wo glaubt, ihren Willen anderen aufdrücken zu wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist für mich eine Form von Gewalt, was die da ausüben, oder? Auf andere, auf Hunderte, auf Tausende Menschen, die zu zwingen, jetzt ich muss sie anhalten. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich jetzt ein verletztes Tier im Auto hätte, mein Kind oder eine Frau, eine Schwangere oder Artähnliches, ja, dann würde ich die auf jeden Fall von der Straße reißen, oder die Leute? Ganz ehrlich, das geht so nicht, oder? Ja, komplett. Da gibt es genug Videos, wo genau das passiert. Und das, was ich schlimm finde, ich habe vor kurzem so ein Video tatsächlich gesehen, da ist ein LKW-Fahrer, der unter Zeitdruck steht. Der für irgendeine Spedition gefahren ist, mittlerweile wurde der sogar entlassen, soweit ich weiß, von seiner eigenen Spedition. Also da ist jemand da, der hat eine Familie zu ernähren, versucht seinen Lebensunterhalt mit so einem Job zu bestreiten, indem er LKW-Fahrer ist, oder? Und dann sitzen da irgendwelche Idioten, die sich hier einbetonieren. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich nicht schon resozialisiert wäre, Kettensäge ins Auto rein und eine Axt oder sonst irgendwas und das Zeug gerade amputiere, die Gliedmaße, ganz im Ernst, wo sie sich festgepappt haben, aber das kann ich ja nicht mehr sagen. Heute wäre ich da humaner mit dem Baseballschläger, würde sie bearbeiten. Ja, scheiße, oh scheiße. Ich würde sie natürlich erstmal über ein sozialpädagogisches Gespräch dazu bewegen, dass sie sich freiwillig von der Straße machen. Aber das funktioniert ja so einfach nicht mehr, wenn sie da festpappet. Meiner Meinung nach ist die Lösung die Kombination, Respektschelle und dann reden. Ja, quasi erstmal klein. Respektschelle hört sich für mich immer, ne? Also deine persönliche, die kannst du äußern, ja, das ist ja perfekt, finde ich geil, oder? Aber da muss ich sagen, versuch's gewaltfrei zu lösen. Das wichtig, also von etwas Älterem zu etwas Jüngerem, oder möchte ich sagen, keine Gewalt. Keine Gewalt. Keine Gewalt. Wichtig. Wunderbar. Weg das Zeug von der Straße und fertig, oder? Ja, aber tatsächlich ist es sogar gerade als Konsequenz, wenn die sich festkleben oder betonieren,
dass sogar die Hand amputiert werden muss, weil sie das nicht mehr wegkriegen. Ja. Also im Nachhinein, ohne absolut, dass du irgendwas absolut machst. Legitim. Das ist selbstverantwortlich. Ja, aber meine persönliche Meinung, ich würde da gar nicht warten, bis da, ich würde also, das ist die letzte Maßnahme, wäre irgendwas abzuamputieren, weil solange würde ich gar nicht warten. Weg und fertig. Abhacke, fertig. Wann hören bei dir Worte auf? Ja, solange mich, also von dem Moment, wo jemand Gewalt gegen mich ausübt, oder? Und das ist ja schon eine Form von Gewalt, wenn jemand mich zwingt, ich habe eine schwangere Frau oder ein Kind oder ein Tier im Auto, wo dringend zum Arzt muss, medizinische Hilfe braucht, um überleben zu können. Und wenn jemand so mich dann zwingen wird, hier anzuhalten, Alter, das geht nicht. Weg mit dem Klump, fertig. Ich weiß natürlich, dass meine Art etwas rustikaler ist. Die Leute nachvollziehbar. Da, ja, nachvollziehbar. Schön, dass du das auch gesagt hast. Das wird aber heute rausgeschnitten. Gell? Und das ist auch dieses Riesenproblem heutzutage, dass Leute nicht mehr sagen, was sie denken, weil sie Angst haben, oh nee, ich könnte dafür kritisiert werden, ach nee, dann wird das da wieder hingestellt. Sag doch einfach, was Sache genau, ist, was ihr denkt. Seid euch ihr selbst bei allen Sachen, egal ob es darum geht, irgendwie eine Frau anzusprechen oder sonstiges, seid ihr selbst. Also einfach du selbst sein. Fertig. Punkt aus. Und ich denke sogar tatsächlich, dass die Leute, die mich mögen, die mich abonniert haben, dass die mich genau aufgrund dieser Tatsache abonniert haben, weil ich das einfach so sage, wie es ist. Oder so, wie ich es denke. Und das schätzen wir auch an dir. Das bringt mir doch nichts hier, das Rumgeeiere, mich da lang zu verstellen. Das ist ja total Schwachsinn. Ja, vor allem ist es auch keine Dauerlösung, weil du kannst dich nur auf einen gewissen Zeitraum, irgendwann kommt dein wahrer Charakter oder deine Ehrlichkeit auch irgendwann raus. Genau, und ich bin jemand, oder? Und so denke ich schon seit zig Jahren, schon immer eigentlich, ich werde niemals auf die Knie gehen vor einem Staat, einem System oder einer Person. Vielleicht mal vor einer Frau, ja, das mit Sicherheit, wenn ich die um ihre Hand bitte, also zum Heiraten, das würde ich machen. Aber alles andere, nein. Und für mich ist das eine Form von sich knechten zu lassen, da nicht seine Meinung sagen zu können, oder? Genau, deswegen habe ich mein Buch genauso geschrieben, wie es geschrieben ist. Fertig aus. Ob das jemand passt oder nicht. Eben jeder sollte seine eigene Meinung äußern dürfen. Darfst das ist wichtig und seinen eigenen Weg gehen dürfen. Das Problem ist hier, in dem Land darfst du das ja so nicht mehr wirklich. Obgleich die ja immer versuchen, dir zu erzählen, dass wir würden hier im demokratischen Rechtsstaat leben, so ist es für mich nicht. Das ist ein bisschen so eine Scheinwelt. Ne? Ja, für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ja. Was hältst du aktuell von der politischen Situation in Bezug auf AfD etc.? Dazu kann ich dir folgen, also das ist meine persönliche Meinung. Ich schaue mir viele Bundestagsdebatten an, natürlich auch von der AfD oder gerade wenn die Alice Weidel spricht, die ich für eine hochintelligente Dame halt, ganz ehrlich. Für mich ist da nichts Rechtsradikales dabei, sage ich dir, und das sage ich als Kanake. Und die meisten Leute, viele Leute haben Migrationshintergrund, mit denen ich zu tun habe, die sagen alle das Gleiche. Mhm. Was ich aber für mich überhaupt nicht verständlich ist, da sitzen ja in den Bundestags oder im Bundestag sitzen ja auch Abiturienten, also sprich Leute in eurem Alter drin, Zuhörer oder Leute, die schon studieren, was weiß ich noch alles Mögliche. Und das hast ja mit Sicherheit auch du in frühester Kindheit schon gelernt. Also ich hatte das gelernt, uns hat man das so beigebracht, in der Schule hast du das Maul zu halten. Wenn jemand spricht, egal wer auch immer da spricht, zum Beispiel, da musst du strecken, Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du einen Verweis gekriegt damals oder einen Klassenbucheintrag, so war es damals. Ich bin immer wieder rausgeschickt worden aus der Klasse komplett, weil ich halt das Maul nie gehalten habe. Ich habe mich absolut daneben benommen. Aber wenn ich denn diesen Hofreiter sehe hier zum Beispiel, der ist ja nur am Schreien. Pass auf, ganz kurz, um auf die AfD zurückzukommen. Die AfD, soweit ich weiß, ist das eine demokratisch gewählte Partei in Deutschland. Ja. Dass es da mit Sicherheit auch Missstände gibt, wie es in jeder anderen Partei gibt, oder? Ich würde die jetzt nicht wählen. Zum Beispiel diesen Höcke aus Thüringen, finde ich zum Kotzen solche Typen, solche Nazis für mich. Das ist tatsächlich für mich ein Typ, der hat faschistische, rechtsradikale Züge an sich. Aber über eine Alice Weidel kann ich es nicht sagen. Und der Mann, jetzt weiß ich den Namen von dem Herrn nicht, der immer ziemlich oft neben mir steht, wenn ich die zwei sehe, von dem halte ich auch sehr, sehr viel. Das ist auch für mich ein ganz kluger Kopf. Aber wenn diese Partei doch demokratisch gewählt wurde, wie kann denn das eigentlich angehen, dass die, du musst mal überlegen, das sind ja Leute, in dem Bundestag sitzen ja Leute, die repräsentieren ein Land in die ganze Welt hinaus. Mhm. Also wie asozial ist denn das eigentlich, dass da irgendwelche Idioten, meiner persönlichen Meinung nach Idioten drin sitzen, die reinschreien, egal wer auch immer von der AfD spricht, das kann doch jetzt sein sowas, ohne Witz, dass diese Person, jetzt nehmen wir mal die AfD, die dann da spricht, die Präsidentin, die Bundestagspräsidentin von dort, bitte muss darum, dass den zur Ruhe zu verweisen. Verstehst du, was ich meine? Dass der das Maul hält endlich, oder? Also das kann doch jetzt sein, sowas. Also was sollen denn die jungen Leute denken?
Also die kriegen von klein auf beigebracht, das Maul halten zu müssen und da drinnen wird rum. Also für mich totales Kasperletheater. Also konträr. Ja, ja, das funktioniert ja nicht. Ja. Und diese Regierung, was jetzt im Moment regiert, also ganz im Ernst, wenn ich da jetzt anfange, da hocken wir noch 2 Stunden hier. Also katastrophal. Da sind ein paar, also normalerweise erwarte ich doch von, der Helmut Schmidt habe ich schon mal erwähnt. Mhm. Das war für mich ein Bundeskanzler, ganz im Ernst. Das war für mich ein Politiker. Das heißt, du würdest es nochmal so wollen? Auf jeden Fall, ja. Also weitaus besser, wie die Situation die jetzt ist. Also wenn man hier eine Außenministerin hat, die überall in alle möglichen Länder rumrennt und keinen Satz geradeaus raussprechen kann, die Kobold mit was weiß ich noch allem verwechselt und Hunderttausende von Kilometern, ja, und Hunderttausende von Kilometern weit weg andere. Also verstehst du, was ich meine? Das ist ja fatal. Das ist ja offensichtlich, dass da jeder andere Präsident oder jedes andere Land nur noch lacht über dieses Land hier. Es ist keine Frage, dass da ziemlich viel Scheiße abgeht, aber es ist die Frage, was ist die Alternative? Was können wir gerade akut ändern? Was könnt ihr da draußen auch ändern als Zuschauer? Das heißt, bildet euch eure eigene Meinung, lasst euch nicht manipulieren oder sonst was. Denkt selber nach. Bitte wählt keine Grünen, sage ich nur, oder? Bitte ja, okay, wählt das ist Grüne. Auch euch überlassen. Das ja, können natürlich Sie gerne kann machen, jeder selber für sich entscheiden, aber ich bitte, dann abonniert mich nicht. Ja, die abonniert ihn und wählt die Grünen. Ja. Das ist euch überlassen, wenn ihr es wollt, dann tut es. Nein, das finde ich fürchterlich, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und auch, wenn ich mir jetzt selber ins Knie geschossen habe, das ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich. Nein, du bist einfach ehrlich. Ja, das ist meine Meinung und Feierabend. Und die wird sich aber ändern. Was... Deswegen, gerade zum Thema Veränderung, was würdest du jetzt gerade ändern wollen? Du würdest die komplette Regierung austauschen oder was wäre dann vorgehen? Ich würde auf jeden Fall den Bundeskanzler austauschen, die Außenministerin, den Wirtschaftsminister austauschen, den Finanzminister austauschen, den Gesundheitsminister sowieso. Ich glaube, der ist medikamentös komplett falsch eingestellt. Den Eindruck habe ich wirklich ohne Spaß. Also, weißt du, was mich ankotzt, wenn die Leute lügen, oder? Wenn du musst das mal anschauen, oder? Wo das mit dem Corona losgegangen ist, oder? Wie sie alle gesagt haben, nee, eine Impfpflicht wird es niemals geben, oder? Und auf einmal, jeder war auf einmal von Anfang an schon für die Impfpflicht. Das ist ja gelogen. Das ist ja einfach gelogen. Das ist Politik, viel Scheiße labern. Ja, aber das, und dann nicht dafür gerade stehen, sondern die. Ja, das kotzt mich aber an. Sowas kann ich nicht, vor sowas habe ich keinen Respekt, ganz einfach. Bitte. Funktioniert nicht, fertig, oder? Wenn mir einer in die Fresse irgendwas erzählt und ein paar Monate später kommt er auf einmal mit einer komplett anderen Meinung und behauptet dann aber noch, ja, das war schon immer meine Meinung. Vor allem, wenn man es noch auf Video beweist. Genau, das meine ich ja. Das kotzt mich an, sowas. Ja. Deswegen, da müssen Leute ausgetauscht werden, da muss sich was verändern. Und ja, mal gucken, wann die nächsten Wahlen sind und dann kann jeder selber das machen. Ob jetzt die AfD alles wirklich richtig machen würde, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber das, was die Alice Weidel und dieser Herr, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, es fällt mir echt der Name nicht ein, ob die das dann auch so umsetzen würde. Aber für mich hört sich das wirklich vernünftig an. Ganz im Ernst. Ich finde zum Beispiel, das muss ich noch loswerden, auch die Sarah Wagenknecht halte ich für eine sehr, sehr intelligente Frau. Sie ist sehr intelligent. Das meine ich auch. Keine Frage. Aber das ist so... Für mich persönlich, was mich persönlich jetzt angeht, ich kann mich schwierig mit diesen Leuten identifizieren, gerade weil sie Dinge von sich geben, die richtig sind, manche aber auch, die falsch sind. Deswegen, ich kann nicht sagen, mit der Partei kann ich mich identifizieren oder die nicht. So, gerade bei der AfD sind sehr, sehr viele, sind hauptsächlich sogar Protestwähler. Du wählst sie nicht. Ja? Wir gehen mal davon aus, da draußen gibt es Protestwähler, die wählen die AfD. Dann ist aber auch wieder die Frage, okay, wohin führt das? Dann sind die an der Macht, dann passt es aber auch wieder nicht. Das heißt, dieser ständige Wechsel, dann wird ja nie irgendwas richtig umgesetzt. Ich meine, beispielsweise USA ist da das beste Beispiel. Da werden die Dinge einfach wieder rückgängig gemacht. Das heißt, im Endeffekt dreht man sich im Kreis und das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, man muss eigentlich zusammenhalten und da irgendwie gemeinsam einen Weg finden und diesen auch gehen und nach Lösungen suchen. Weil ich meine, meckern und Probleme finden kann jeder. Das, was du gerade gesagt hast, um auf die Protestwähler nochmal zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass es vor 3 Jahre noch ein Großteil Protestwähler waren. Mittlerweile glaube ich das so nicht mehr. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass die aufgrund ihrer Dialoge oder beziehungsweise ihrer Vorschläge gewählt werden von Leuten, weil sie sehen, was hier alles schief läuft. Also auch dieser Habeck. Also ganz im Ernst, wenn der als Wirtschaftsminister nicht weiß, was eine Insolvenz ist, oder? Also ganz im Ernst, solche Leute, absolut inkompetent, die gehören sofort raus. Die gehören einfach raus, die gehören ersetzt. Und wenn sie 100 Mal im Jahr ersetzen muss, irgendwann wird da mal ein geeigneter Mann da oder auch eine Frau dastehen, wo das dann drauf hat, wo sich mit der Materie schon mal auseinandergesetzt hat. Jetzt hätte ich fast gesagt, ja gut, der ist ja ein Kinderbuchautor, oder? Wenn er das kann, dann soll er das weitermachen, aber doch hätte hier Leute rumkommandieren, was sie sich alles in die Bude einbauen müssen. Deswegen läuft sehr, sehr viel falsch. Ja, ja klar. Absolut. Wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen. Kann man dann selber, sag ich mal, den Entschluss fassen und seine Entscheidung treffen und dann das nächste Mal, wenn Wahlen anstehen,
sage ich mal, das Ganze in eine Richtung stoßen und da kann jeder persönlich sozusagen das Ganze angehen, für sich selber. Hast du gerade noch irgendwas zu sagen zu den Leuten da draußen, irgendwas, was du gerade noch loswerden willst? Ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen bei all denjenigen bedanken, die mein Buch so zahlreich kaufen, die auch die Klamotten geil finden und die den kaufen. Auch bei all denjenigen, die mir diese Angebote machen, diese Hilfsangebote, das habt ihr jetzt alle mitbekommen. Im Moment ist es noch nicht so weit. Ihr bekommt es dann hier, beziehungsweise über meinen eigenen YouTube-Kanal oder Instagram mit. Wenn es dann soweit ist, ich wünsche euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute, euch und euren Familien. Und kauft bitte diese Bücher, beziehungsweise auch dann die Klamotte weiter. Dankeschön, das soll es gewesen sein von mir. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen mit Janis. Janis, vielen, vielen Dank, dir auch nochmal. Ich danke euch. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich freue mich richtig, dass ihr hergekommen seid. Ja. Danke. Ihr seid eine coole Truppe, ihr zwei. Danke. Dankeschön. Danke dir auch, wie gesagt, wirklich. Und sehr, sehr cool, dich nochmal von so ein bisschen einer anderen Seite kennengelernt zu haben. Eben nicht nur das, was man aus den Interviews und aus dem Fernsehen und so weiter kennt, sondern eben, wie man dich jetzt erlebt und dazu auch nochmal auf dein Buch. Leute, dieses Buch hier, ich habe es wie gesagt selber komplett durchgelesen, ein wirklich sehr, sehr spannendes, sehr, sehr inspirierendes Buch über Janis, seine Geschichte. Das heißt, wenn ihr da auch nochmal mehr erfahren wollt und die Geschichten wirklich im Detail hören wollt, holt euch auf jeden Fall dieses Buch, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie Janis, seine ganzen Social Media Accounts, YouTube, Instagram und so weiter, ist auch alles in der Beschreibung verlinkt. Und da auch nochmal ganz kurz wirklich von mir, vom Herzen, bitte unterstützt diesen Mann. Auch das mit seinem Gnadenhof, dieses Ziel finde ich absolut absolut geil und absolut lobenswert. Und deswegen allein aus diesem Grund, kauft euch auch seine T-Shirts, seine Pullover, dieses Buch hier. Bald wird auch noch ein Hörbuch rauskommen. Und genau, bleibt auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, Janis, wir sehen uns irgendwie nochmal wieder. Wir sehen uns bestimmt wieder, oder? Und ich freue mich sehr, sehr auf deinen Hof, auf deine Ziele. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass alles in Erfüllung geht, was du dir vorstellst. Dann danke ich euch jetzt von ganzem Herzen für diesen, wie ich finde, großartigen Support. Danke. So Leute, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich wollte gerade nochmal ein, zwei Leuten danken, und zwar auch einmal vielen, vielen Dank an Fotomeier, die uns auch mit den ganzen technischen Sachen hier etwas unterstützt haben. Und auch vielen, vielen Dank an die Gambrinus Bar in Singen, an Toni und an Morphy. Vielen, vielen Dank euch, dass wir eure Location nutzen durften. Falls ihr mal irgendwie in Singen seid am Bodensee, schaut da auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Sehr, sehr korrekte Leute. Und genau, ich würde sagen, wenn ihr Lust habt auf mehr solche Stories, ich verlinke euch jetzt nochmal hier das Video von Maxim Klasano, mit dem haben wir auch schon ein Interview gedreht. Dieser wurde zu 13 Jahren in einem thailändischen Gefängnis verurteilt, hat davon 8 volle Jahre abgesessen. Und wie da so seine Geschichte ist, wie er da hingekommen ist, wie er da auch wieder rausgekommen ist und was da so seine Lehren sind, schauen wir uns in diesem Video an. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das auch anschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.